sind Sie auch der Meinung, dass eine Rente unter 850 Euro Sie nicht arm macht? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe einen ganz interessanten Beitrag im Internet gelesen zum Thema Altersarmut bei Rente unter 850 Euro. Und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat mitgeteilt, dass rund 6,8 Millionen Seniorinnen und Senioren bis Ende 2021 eine Altersrente unter dem Grundsicherungsniveau 150 Euro monatlich netto bezogen haben. 6,8 Millionen von ca. 18,5 Millionen Empfänger einer gesetzlichen Altersrente bekamen Ende 2021 monatlich weniger als sage und schreibe 850 Euro überwiesen. Das ist mehr als ein Drittel aller Rentnerinnen und Rentner jenseits des 60. Geburtstags. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine kleine Anfrage der AfD, Alternative für Deutschland, als Fraktion hervor. Demnach hatten vor allem rund 5,1 Millionen Frauen oberhalb des 65. Lebensjahres Anspruch auf gesetzliche Alterseinkünfte, die unterhalb des bundesdurchschnittlichen Bedarfs der Grundsicherung liegen. Dennoch verweist die Bundesregierung darauf, dass allein auf der Höhe einer Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht auf die Bedürftigkeit geschlossen werden kann. Meine Damen und Herren, das ist eine wirklich sehr, sehr vage Theorie, die hier die Bundesregierung aufgesetzt hat. Ich bin der Meinung, dass es eben nicht so sein darf, dass zum Beispiel Einkünfte von Ehegatten mit herangezogen werden dürfen, sondern es muss immer einzeln betrachtet werden, was habe ich eigentlich für einen Rentenanspruch. Wenn ich nur einen Rentenanspruch von 850 Euro habe, dann zähle ich nach meinem Empfinden auf jeden Fall als altersarm. Und deshalb kann und will ich mich mit dieser These der Bundesregierung gar nicht anfreunden, dass diese Menschen nicht altersarm seien, sondern ich gehe davon aus, dass 6,8 Millionen Menschen in Deutschland, die eine Rente unter 850 Euro beziehen, tatsächlich in Altersarmut leben. Wenn sie denn zum Beispiel geschieden wären oder wenn sie zum Beispiel alleinstehend sind. Meine Damen und Herren, ich finde, Altersarmut in Deutschland ist ein ganz, ganz schlimmes Thema und es wird immer mehr. Das heißt also, wir werden immer mehr Menschen sehen und auch erleben, auch in meiner eigenen Praxis als Rentenberater, die deutlich weniger Einkünfte haben als 1.000 Euro netto Rente im Monat. Und dazu muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das wissen Sie auch anhand der Zahlen, der Teuerungsraten, die wir jetzt am allgemeinen Markt, Konsummarkt erleben, dass man mit 1.000 Euro netto Monatsrente in Deutschland wirklich nicht mehr weit kommt. Selbst in Ostdeutschland, in meiner Heimatstadt Halle zum Beispiel, sind 1.000 Euro Netto-Rente wirklich ja, eine Armutsrente. Ich finde, solche Renten, 850 Euro, 1.000 Euro Renten, sind Renten, die wir uns in Deutschland eigentlich gar nicht leisten dürften. Wir müssten eigentlich eine armutsfeste Mindestrente haben, so wie in Frankreich, 1.200 Euro. Das wäre eine großartige Angelegenheit und darüber sollten wir alle mal diskutieren, ob nicht eine solche Mindestrente von 1.200 Euro ein Gebot der Zeit ist. Ich sage Ihnen auch eins aus meiner Praxis noch, die Grundrente ist ein völliger Flop, macht gar keinen Sinn. Da hätte man tatsächlich für alle Menschen in Deutschland einen Freibetrag in der Grundsicherung einführen können. Dann wäre das eine viel, viel bessere Sache gewesen, aber die Grundrente als solche wird die Altersarmut in Deutschland nicht bekämpfen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.